Bitte schön, der Herr. Schönen guten Tag, junger Mann. Guten Tag. Moin, ja, hallo. Machen wir mal die Vorstellungsrunde. Ja, ich bin der Manni von Westerland. Manni von Westerland. Ja, man sagt Manni zu mir. Sven Deutschmanek, der Horst, ist klar. Manni, freut mich sehr. Ganz kurz, Westerland, hast du dich da zur Ruhe gesetzt oder bist du da geboren? Ich bin da geboren. Und da hast du gelebt, gearbeitet? Gelebt, gearbeitet, 47 Jahre in der Bau- und Möbeltischlerei. Oh, schön. Und jetzt bin ich 5 Jahre schon Rentner. Hervorragend. Und genieße mein Leben. Ne? Das ist sehr schön. Wie vertreibst du dir deine Freizeit da? Ja, ich verreise gerne. Mhm. Und ich angel. Mhm. Fahre gerne nach Dänemark und nach Schweden, Norwegen zum Angeln. Ui, das sind schön so Lachs meine Hobbys. Und, ne? Und vor allen Dingen verreisen. Ne? Ja. Magst du den Fisch selber gerne essen? Ja. Weil ich frage halt immer bei Angler, weil es gibt ja sehr viele Angler, die angeln zwar, aber die mögen keinen Fisch, weil ich immer sehr schwierig finde. Mehr Fisch als Fleisch. Ist ja auch sehr gesund, davon mal ganz abgesehen. Ja. Und so eine selbstgeräucherte Forelle oder so, oh mein Gott. Vor allem die Makrelen auch, ne? Ja, Makrele, wenn die noch warm aus dem Ofen kommt, dann ein schönes Sauerteigbrot dazu, da brauchst du keine Butter mehr, du. Junge, 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 wie bist du an das Zeug hier dran gekommen? Ja, das ist aus dem Nachlass von meiner Cousine. Und der Sohn musste die Wohnung ausräumen wegen Wasserschaden. Und dann kam er da eines Tages mit rüber. Aber da ist nicht überliefert, wo deine Cousine das her hat? Nee. Nee. Alles, das wissen wir alle nicht. Gut, weil sie wollte es nicht getragen haben. Ne? Also, da würde ich sagen, Sven, ja. Wo möchtest du mit anfangen? Ich könnte mir vorstellen, das ist Erster Weltkrieg noch. Ne? Naja, das muss ja nicht unbedingt Krieg sein, ne? Sondern das ist kaiserliche Marine. Ne? Mhm. Das war ein Leutnant zur See. Und du hast ja ein wunderschönes, vollständiges Konvolut mitgebracht. Klar, wir haben jetzt keine Uniform oder irgendwas mit dabei, sondern du hast einmal eine Feldbinde mitgebracht, du hast die Epauletten mitgebracht und du hast den Zweispitz mitgebracht. Ich würde jetzt erst einmal hier mit dem Zweispitz anfangen. Also ab 1790 ungefähr hat man diesen Zweispitz gehabt. Ne? Also Mitte des 18. war es dann noch der Dreispitz. Viele sagen auch immer Napoleons Hut oder Sturmhut dazu. Und dieser Zweispitz hier ist gefertigt und bezogen mit schwarzem Nadelfilz. Ne? Dann hat man hier einmal die goldene Agraffe. Da weiß man schon, es geht so ein bisschen in die Offiziersgegend. Dann hat man hier die gefaltete Reichskokarde, weil damals waren die Reichsfarben ja schwarz, weiß, rot. Ne? Die hat man hier drauf. So, dann hat man hier an diesen beiden Spitzen die sogenannten Eckkanteln. Und hier spiegelt sich die Farbe dann auch gleich nochmal wieder. Wenn wir jetzt einmal schauen, du hast hier, in diesem Fall ist es Silber, es soll aber weiß sein. Und dann siehst du hier immer schwarz, rot noch mit dazwischen. Ne? So, und wenn wir jetzt weiterschauen, diese Feldbinde, die du hier mitgebracht hast, aus diesem Gespinst und mit dieser dunklen Tuchunterlage hier, die ist auch im perfekten Zustand. Ne? So, man sieht dann auch hier dieses Feldbindenschloss aus Messing gefertigt, welches vergoldet wurde mit dem Chiffre W für Kaiser Wilhelm. Ne? Und das ist auch alles im perfekten Zustand. Also es wurde nicht so häufig getragen. So, und jetzt kommen wir zu den sogenannten Epauletten, also sprich diese Schulterstücke. Die haben wir dann einmal hier und da seht ihr das auch wieder. Ne? Man hat hier quasi die goldenen Felder und hier spiegelt sich die Farbe dann halt auch wieder. Mhm. Ne? Dann hast du hier quasi das Abzeichen, also es war ein Leutnant zur See. Und das Schöne ist, du hast auch die Originalbox mitgebracht. Wenn wir die jetzt einmal aufmachen, so einfach ist es ja gar nicht, muss ja aufpassen, weil die Lederriemen so ein bisschen ausgehärtet sind. Ach, guck mal, also hier schön. War alles drin, pass auf, mach mal eben kurz so. Die Epauletten kamen hier drauf, die wurden quasi auch über so eine Schlaufe, die du oben an der Uniform hattest, wurden die nur so aufgesteckt. Mhm. Dafür ist dieser Haken, den du siehst, ne? Die wurden nur so aufgezogen. Die sind hier drauf, dann konntest du die Feldbinde einlegen und den Zweispitz hier noch mit reintun. Ne? Und das Schöne ist, dass diese Aufbewahrungsbox mit dabei ist. Hier gibt es auch eine Angabe, Moment einmal. Deutsche Reichsgebrauchsmuster. Man könnte jetzt über diese Musternummer, die dahinter steht, genau rauskriegen, wann diese Box gefertigt worden ist. Aber ich würde sagen, das ganze Konvolut ist in der Zeit zwischen 1905 und irgendwie 1914 oder sowas entstanden. Ne? Ja, und schon sind wir beim Wunschpreis. Was würdest du denn gerne haben wollen dafür? Ja, ich habe mir so gedacht, 700 bis 900 Euro. Hält Sven diesen hohen Wunschpreis für angemessen? Ich würde sagen, in diesem kompletten Zustand mit dem Original Hutkoffer oder mit dieser Hutschachtel mit dazu, liegen wir zwischen 1200 und 1300 Euro. Ui, Manni? Das finde ich ja gut. Das finde ich für dich eine Sensation. Das finde ich klasse. So, ich hoffe, dass die Händler das genauso sehen und ich sehe die schon. Die Angelrute drauf und zack und nix wie weg. Schauen wir mal. So, und solltest du mal zufälligerweise eine frisch geräucherte Makrele hier verkaufen wollen? Kommen, wenn sie noch warm ist. Ja, mein Lieber, bitteschön. Ich bedanke mich. Viel Erfolg bei den Händlern. Viel Erfolg. Bleib mir gesund. Ich freue mich riesig darüber.
Bitte schön. Mach's gut. Okay. Tschüss, mein Tschüssi. Lieber. Tschüss. Vielen Dank. Ich bin sehr aufgeregt, jetzt in den Händlerraum reinzukommen. Und ich hoffe, dass sie sich alle gegenseitig überbieten. Wollen wir mal sehen. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass Mannis Marinekleidung im Verkaufsraum hohe Wellen schlägt. Hallo, hallo guten Tag. Herr. Einen schönen guten Tag. Oder hallo. Moin, wen sagt man bei uns? Moin. Aus Hamburg? Wir nehmen gleich Haltung an. Offizierspatente werden hier verteilt. Vielleicht kriegen wir auch eins ab. Irgendwas Interessantes, ne? Das ist interessant. Wir haben rausgefunden, es ist Marine, es ist ein Offizier, muss es gewesen sein. Oder noch höher vielleicht sogar. Wir überlegen, ob es der zweite oder der erste war. Es steht drauf Wilhelm der Erste. Und wir datieren das dann also so auf 1840 bis 50, wenn das richtig ist. Gesagt wurde, glaube ich, 1905 bis 14. Dann wäre es Wilhelm der Zweite. Dann ist es Wilhelm der Zweite. Ist das Set zusammengehörig? Also gehören alle Teile zusammen? So wie das jetzt hier liegt, als Original. Dann ist Marine ist das, oder? Marine, ja. Ja, das hat ein Leutnant zur See getragen. Okay. Und fangen wir mal an. 180 Euro. Fange ich mal an. Ja, da wollen wir sehen, was jetzt noch kommt, ne? Mal schauen. Ich mache weiter mit 300 Euro. Ich finde das ganz spannend. Tolles Objekt. Ich gebe Ihnen 350 Euro. 500. Ich mache weiter mit 700 Euro. Uiuiui. Da will ich aber raus. 750. 780. Das geht noch ein bisschen. Vielleicht. Oh. Ich finde, die Gesamtheit macht's aus. Deswegen 800 Euro. 820. Oh, wir kommen die Sache näher. 850. 1000. Das hört sich gut an. Sehen Sie? Ach ja. Na, noch einer? Das sind die. Ach, das sage ich jetzt nicht. Ich ärgere mich. 1050, so. Und dann kommt noch was. 1100 Euro. Von mir auch. Sehr gut. Expertise war 800 bis 1000? 1200, 1300. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. 1120. Ich würde die Expertise von 1300 Euro treffen. Super. Ich bin mir sicher, dass die Epauletten, dass das echtes Silber ist da oben drauf. Was meinst du, Daniel? Ich bin mir sicher, dass es echtes Gold ist. Ja, aber echtes Silber auch? Ja, natürlich, ja. Aber es macht ja auch keinen Spaß, immer zu den Schätzpreisen zu kaufen. Deswegen kaufen wir über den Schätzpreisen, 1350. Sehr gut. So. Es gibt hier keinen Schätzpreis, weil es nicht mehr viele Dinge gibt in diesem Zustand. Ja. Das hat keinen Wiederbeschaffungswert. Wie soll ich das wiederbeschaffen? Also die Kiste ist selten. Das Ganze ist selten. 1400 Euro. Das ist sehr gut. Komm, hau noch einen raus, Wolfgang. Die Schlacht habe ich verloren, jetzt steige ich aus. Wollen Sie verkaufen an den David für 1400? Ja. Wenn er ja gesagt hat. Ja. Maja. Zu spät. Jetzt hast du zu lange überlegt. Jetzt habe ich zu lange überlegt. So, dann. 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1, 2, 3, 4. Vielen lieben Dank für das Haus. Bedanke mich. Bitte schön. Marat gut. Gute Nachhausefahrt. Dankeschön. War mir eine Freude. Ja, uns auch. Tschüss auch. Tschüss. Gratulation, David, das hast du gut gemacht. Danke. Ein schönes, gut gekämpft. Gut erhaltenes historisches Ja, die Teil. Schlacht hast du gewonnen. Ja. Spitzenmäßig. Ich bin so happy. Das war echt schön, muss ich sagen, wo ich da stand und die mal sehen konnte, alle herrlich. Und dass das noch so gut klappte, oh, super.